zurück. So, ich habe diese beknackte Truhe geöffnet. Und zwar war der Trick, die Reihenfolge der Runen, die haben alle eine verschiedene Klangzeit, also eine verschiedene Haltedauer. Und es war tatsächlich so, wie es hier auch ist, chronologisch halt. Erst diese und dann Rennen und zum Schluss die letzte, die hier über der Truhe hängt, weil die am kürzesten geleuchtet hat. Und ich habe es ja genau andersrum gemacht. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktionieren können. Und ich musste mir erstmal die Zeit nehmen, mir die Abklingzeiten der Runen überhaupt anzugucken. So, da habt ihr die Lösung, zumindest theoretisch. Was Lilanes. Ein Horn mit Blutmet, das ist gut. Das ist bestimmt wieder was, was uns noch länger wütend sein lässt. Jawohl. Ja, Wut ist manchmal hilfreich. So, aber das ist noch nicht unser Weg hinein. Geht's hier auch noch lang? Klar. Oh, da ist was Grünes. Grün ist immer gut. Ah, der Zwerg. Hier lang. Nein, ich will zum Zwerg. Hey Sindri. Und hier will ich auch hin. Ehrlich? Ich habe hier, Junge. Noch eins. So ein buntes. Eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Groa. Hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Mhm, 4 von 11. Gucken wollen doch mal, was der Zwerg uns zu sagen hat. Sehr schön. Nein. Nein, ich will reden, will ich. Warte. Oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Sehr gut. Gehen wir es an. Waffenverbesserung. Jawohl, will ich haben. Was kann ich denn verbessern? Schulterrüstung der Vergessenen. Ich kann es auch gar nicht verbessern. Ich habe gar nicht genug Ressourcen. Ihr seid doch bekloppt. Ja, ist schön, dass ich es verbessern könnte, wenn ich es könnte. Ja, verstehe. Genau dasselbe auch hier. So, was haben wir denn noch? Die können wir wohl verbessern, oder? Frostflamme, genau. Doch, leider habe ich dafür nicht. Nicht genug Ressourcen. Den... Nee, wir haben ja gar nicht den Wiegen-Hüftschutz, oder? Wir haben doch einen blauen. Doch, ausgerüstet. Dann verbessern wir den auch. Okay. Horn Heimdalls. Und ich habe den goldenen Talisman des Schutzes. Ja. Weil der hat auch ein bisschen Stärke. Hab ich irgendwas zum Verkaufen? Kriegsbeute. Ja, weg damit. Genau. Nee, das brauche ich immer mal. Okay. Vorsicht vor den Draugar. Und? Nur das? Wenn ich hier stehen bleibe, was machst du dann? Na gut. Auf geht's. Hey, wie konnte Sindri uns überholen? Er und der Blaue sind offenbar schnell unterwegs. Wir sind drin. Ja.
Einfach mal runtergesprungen, der Knirps. Sollte ich da vielleicht nicht vielleicht oben geblieben sein? Zu spät. Doch, geht noch. Also, weil hier so Knoten werfen und so. Manu! Hopp! Gucken, wo man wertet. Vater, das solltest du dir ansehen. Nee, jetzt mache ich erstmal was kaputt. Womit die wohl verbunden sind. Okay, auf jeden Fall kriege ich sie von hier nicht. Mach dich bereit, Junge! So. Irgendwie komisch, ne? Dieses ganze schleimige, glitschige Zeug. Was war das für ein Geräusch? Ich gehe hier mal erstmal weiter. Ah, Nachtmare. Weiter so! Jetzt! Ja, das stimmt. Wow, das ist mal beeindruckend. Gesundheit wäre mal schön. Was meint er überhaupt? Ja. Ah, doch, ja, beeindruckend. Jetzt, wo du sagst. Was macht der Kleine denn da die ganze Zeit? Und wie kriege ich die auf? So nicht. Waren dafür die Knoten? Aber waren die nicht ein bisschen überkantitelt für so eine kleine Truhe?
Oh, guck mal, hier hängt doch auch noch was. Auch mal nach oben gucken zwischendurch. Also hier sind ja so drei Knoten, ne? Gesehen. Da hängt auch noch was. So, gut. Eine Truhe haben wir. Die wollten wir zwar gar nicht haben, aber wir haben sie. Mal gucken, ob wir die andere auch noch geknackt kriegen. Und ab jetzt gucke ich auch mal nach oben, ob da was hängt. Wie sollen wir denn da hinkommen, bitte? Zum Lesen? Ich frage ja bloß. Ist da ein Trick? Ah. Was steht da? Ja, Vater! Aus der Dunkelheit beschütze das Licht. Hat nicht ganz so gut geklappt. Was? Tja. Das war Onu. Ach so, der springt da immer rüber. Das macht er. Hopp. Hopp. Wo ist denn der dritte Knoten? Sehe ich den irgendwie nicht? Eins, zwei, wo ist Nummer drei? Ach, dahinter. Okay. Okay, wer ist es? Nicht die richtige Position.
Was? Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein! Sterben, nehme ich an. Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Wieso dreht es sich nicht um? Dreh dich um! Manchmal dreht es sich nicht um. Dreht sich nicht um. Es dreht sich einfach nicht um. Also nur, wenn es will. Wieso bin ich blau? Was jetzt? Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Steh ich nicht. Jetzt dreht er sich wieder. Komisch, ne? Naja, was soll's. Was? Das Licht ist nahe? Da. Können wir das eigentlich mal benutzen? Das wäre schön, ne? Oh, was ist das? Etwas von dem Licht raus. Sieht ein bisschen aus wie Kalamari. Das hat geholfen. Da, heißt es so? Folge mir. Wieso nicht da lang? So, bevor wir wieder unfreiwillig getrennt werden, trenne ich uns freiwillig und hole euch gleich hier wieder ab. Wartet, schöner Blick. Tada, bis gleich.